Mai 2019. Mittlerweile sind wir in Nordgriechenland auf Chalkidiki angekommen. Die Fahrt dahin war fantastisch. Wir segelten durch den Golf von Korinth, weiter durch den Kanal von Korinth und zwischen Euböa und Festland durch die schmalste Meerenge der Welt bei Chalkida. Die Landschaft auf dieser Strecke ist einfach grandios. Nun liegen wir mit unserer Anixi vor Vuvuru auf Sidonia, gut geschützt hinter der Insel Diaporos auf einer riesigen Sandbank. Ein perfekter Ort, um uns mit unserer Familie und unseren Freunden zu treffen. Sidonia ist der mittlere Finger Chalkidikis. Sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite findet man zahlreiche Strände. Viele von ihnen mit perfektem weißem Sand. Das Wasser ist extrem klar, ein Top-Urlaubsziel. Trotzdem wirkt Sidonia nach wie vor wie ein verschlafenes Dorf. Vor allem jetzt, Mitte Mai, wo der Tourismus erst langsam erwacht. Wir mögen diese Zeit ganz besonders. Von unserem Ankerplatz aus könnten wir stundenlang am Strand wandern und die schöne Küstenlandschaft genießen. Mit meinen Eltern, mit Hakus Tochter Jessie und mit unseren Freunden Bea, Marcel und dem kleinen Luca erlebten wir viele schöne Stunden und unternahmen einige Ausflüge. Wir fuhren über die Halbinsel hinaus ins Grüne und an die Westseite, wo Haku früher des Öfteren in einer der wunderschönen Buchten kampiert hat. Mit meinen Eltern unternahmen wir einen Bootsausflug in eine der zahlreichen kleinen Buchten der Insel Diaporos. Seit unserem Ausflug nennen wir diese eine Bucht einfach nur noch Fuchsbucht. Einen Nachmittag fuhren wir allesamt auf Anixi in eine weitere der kleinen Buchten auf der Insel und grillierten direkt am Strand. Solche Tage genießen wir ganz besonders. Das Leben in und mit dieser herrlichen Natur und dann auch zusammen mit Familie und Freunden. Ein weiterer Ausflug führt uns auf den höchsten Gipfel der Insel. Über Schotterpisten ging es hinauf zum 817 Meter hohen Itamos. Hier befindet sich ein Wachturm der Brandwache und wir genießen von diesem aus einen fantastischen Blick über die Wälder bis hin zum Meer. Natürlich machten wir zusammen mit meinen Eltern und Hakus Tochter auch einen Segelausflug. Auf Anixi segelten wir Richtung Osten, zum nördlichen Teil der Halbinsel Athos. Zur Insel Amouliani in die Bucht Klastri. Nach einem kurzen Lunch und Badestopp ging es bei herrlichstem Segelwetter zurück nach Vuvuru. Bei etwa 10 bis 12 Knoten Wind aus Südost wurde Anixi von unserer Crew zurück zu ihrem wunderbar geschützten Ankerplatz gesegelt.
Die Zeit ist leider viel zu schnell verflogen und nach einem letzten Badeausflug und einem letzten gemeinsamen Tavernenbesuch bei wunderschönem Abendlicht hieß es schon wieder Abschied nehmen. Hakko stürzte sich daraufhin gleich in eines der zahlreichen Projekte, die wir hier noch erledigen wollten. Ja, wir sind mal wieder am Basteln. Wir haben mal wieder Bastelstunde. Also Bastelstunde ist übertrieben, schon richtig schon hier eine größere Geschichte. Und zwar die Wasserauspuffgeschichte, also der Auslass, der Austritt lag unter Wasser. Und zwar ungefähr so ein Stück unter der Wasseroberfläche. Weiß ich nicht, ob eventuell der Vorbesitzer, weil das Schiff gar nicht so schwer beladen war, ob es da über der Wasseroberfläche war oder nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall einmal das. Dann wurde als Schwanenhals wurde der Schlauch dann einfach so um die Ecke rumgelegt. Unten rum, um den Rumpf rum und dann nach außen geführt. Und habe ich auch wieder so gemacht, alle Durchbrüche, alles neu gemacht. Und mit dem Ergebnis, dass wir jetzt in dem neuen Motor dann plötzlich mal ein bisschen Wasser drin hatten. Und das fand ich dann gar nicht witzig mehr, weil neuer Motor, also beziehungsweise instand gesetzter Motor und dann Wasser. Links ist tödlich für den Motor. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir schnellstens was ändern. Und jetzt wird gebaut ein sogenannter Schwanenhals. Ja, so, da kommt der Auspuff rein vom Motorblock und hier geht es dann raus nach draußen. Das Ganze wird dann über der Wasseroberlinie dann montiert. Zusätzlich gibt es dann eben halt dann nochmal so einen 50 mm Durchlass, den ich einlassen muss. Und zu Noras Leidwesen muss ich natürlich noch ein Loch bohren in den Rumpf, natürlich diesen Durchmesser. Und da bin ich jetzt eben halt bei. Das Schlauch gekürzt und alles, Material, den habe ich. Wir liegen hier vor Anker, momentan haben wir ruhiges Wasser. Und dann komme ich auch dann eben halt die 15 cm, was so empfohlen wird, über die Wasseroberlinie. Dass eben halt auch bei stärkster Kränkung hoffentlich kein Wasser reinkommt. Ich kriege den Schwanenhals, wird empfohlen, Mitteschiff, geht nicht, habe ich gar keinen Platz, ist bei der Offenlinie nicht möglich, komme ich gar nicht hin, würde ich viel zu tief liegen, würde ich unter der Wasseroberlinie liegen. Somit sitze seitlich, aber so hoch, wie ich irgendwie kann. Und ich bin dann 50 cm über der Wasseroberlinie. Das heißt also, das hier ist also alles noch über der Wasseroberlinie. Mehr wie 50. Ist auch egal, ich habe es nicht ausgemessen. Und dann soll das Ganze wohl funktionieren. Auf jeden Fall kommt dann eben halt das Wasser ganz wunderbar raus aus dem Auspuff. Und kommt dann beim Pumpen, beim Segeln vom Schiff auch nicht wieder das Wasser rein zurück in den Motor. Wassersammler ist auch montiert. Und ich hoffe, dass ich dann damit endlich alles in den Griff kriege. Bisschen gute Arbeit und auf jeden Fall Loch bohren in den Rumpf. Na, wie fühlst du dich da drin? Bescheiden! Ich bin keine 20 mehr. Und Yoga mache ich auch schon lange nicht mehr. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber nee. Aber es wird. Es wird. Ja, was machen wir denn hier heute für den Kram? Wir haben das Wetter schön und ich werde die Saarlink Endkappen austauschen. Wir haben im halben Jahr neue bestellt. Hier sieht noch ganz vernünftig aus. Mit so einem Stück versehen. Hier diese Endkappen von der Saarlink, das ist die obere Saarlink. Die andere weiter tiefer, die ist schon eingearbeitet, muss definitiv ausgetauscht werden. Und das Problem ist allerdings nur, dass wir den Mast natürlich stehen haben und ich den Mast nicht abnehmen will und da dementsprechend immer auf halbwegs gescheites Wetter gewartet habe. Das haben wir jetzt und jetzt tauschen wir den Krams mal aus und ich hoffe, dass das halbwegs vernünftig geht. Gerade eine Saarlink runtergeholt und das andere wollte ich eigentlich oben machen, aber hatte leider oben den falschen Bohrer. Und deswegen bin ich jetzt hier unten mit meinem Bohrer und dann hoffe ich, dass das gleich funktioniert. Ja, das ist ein Druckgussaluminium. Wenn wir was jetzt haben, ist Hartkunststoff. Was gefällt mir besser? Was gefällt dir besser? Ich glaube, der Hartkunststoff. Ja, die Drahtseile gehören normalerweise einfach hier geführt.
Und das ist hier schon alles ausgearbeitet von den Seilen oben, von den Wanden. Jetzt haben wir die Wanden ja neu gemacht gehabt und daraufhin habe ich mich entschlossen, auch die Endkappen auszutauschen. So sieht so eine alte Kappe aus. Bisschen arg eingearbeitet. Und das ist jetzt die letzte Saarlink. Müssen wir schnell machen, weil das Wetter schlägt um. Und ich habe mir eben gerade so ein bisschen irgendeine Muskel gezerrt. Mal sehen, dass ich das ganze Ding noch heute fertig kriege hier. Weil so geht's nicht. Das ist zu gefährlich. Nicht, dass nachher der Mast wegknickt. Die geschützte Bucht war ein idealer Platz, um auch solche Arbeiten zu erledigen. Auch während der zahlreichen Gewitter, die in dieser Region über uns hinwegzogen, fühlten wir uns hier sicher aufgehoben. Wir haben alles zugemacht. Das ist gut so. Ja, was machen wir denn da wieder Schönes? Nächste Reparatur. Eigentlich auch so meine Schuld oder Unwissenheit. Ich habe auf jeden Fall dünne PVC-Hartstreifen genommen als Isolierung zwischen dem Aluminium und dem Stahltank. Da waren vorher so Papierstreifen runter und beim Ausbauen des Tanks damals haben die sich in Wohlgefahren aufgelöst. Und was ich eben festgestellt hatte, wie ich da letztens dran war, dass eben dieses PVC-Hart genau an der Stelle, wo der Tank mit dem Aluminium an so einer härteren Kante zusammenstößt, dass es da gebrochen war und aufgrund dessen schmeißen wir jetzt das Aluminium, das PVC-Hart raus und bauen Gummistreifen. Also ich habe so Dichtmaterial, ganz hartes Gummi, kommt dann das da rein und ich hoffe, dass das dann verhebt. Ja, und da sind wir jetzt bei. Dazu mussten wir eben halt mal gerade das halbe Schiff ausräumen, aber dadurch, dass wir alles steckbar und leicht zugänglich gemacht haben, ist es kein Problem, auch dieses zu machen. Man könnte jetzt sogar den großen Dieseltank ausbauen, das wäre mir aber zu aufwendig, weil eben halt die ganzen Rohre und Schläuche erst noch abgenommen werden müssten. Das will ich nicht, weil da wäre eigentlich noch der Tanksensor zu tauschen, der nicht mehr ganz akkurat arbeitet, aber das verschieben wir auf irgendwann später mal. Oder auch auf gar nicht. Wird sich zeigen. Der Sensor, den gibt es aber schon in neuen. Nachdem Hakko den Tank optimal gegen den Rumpf isoliert hat und alles wieder eingebaut war, sollte nun auch endlich unser Wassermaker installiert werden. Aber mehr darüber und alles über unsere weitere Reise durch Nordgriechenland erfahrt ihr in der kommenden Episode. Kommt mit in die Traumbuchten auf die Westseite Sidonias, wo Hakko früher viele seiner Ferien im Camper verbracht hat. Entdeckt mit uns den Naturhafen Porto Kufo und segelt mit uns an Athos vorbei zum Festland Nordgriechenlands, in die wunderschöne und historisch sehr interessante Stadt Kavala. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, wenn ihr keines der kommenden Videos verpassen wollt, abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Bis bald!